Checken wir mal ganz was hier. Ein Tag mit Tourette aus. Bin mal gespannt, was Gisela mir heute wieder in den Kopf schmeißt. Let's go. Ich bin voll müde. Diese Situation ist gar nicht gestellt. Doch, ist sie. Sie ist gestellt. Oh, ich schlafe ganz natürlich. So süß, wie sie versucht haben, das nachzustellen, aber Gisela einfach das Ding hier kaputt gemacht hat. Ich merke nicht, dass ich gefilmt werde. Jan, aka Gisela, bester Schauspieler 2019, oder? Also, rückwirkend. Diese Situation ist sehr natürlich. Alter, Tim, du richtiger Cinegraf, Junge. Also, Tim, du bist wirklich krass mit der Kamera. Muss man dir lassen, also, Digga. Ich glaube, Tim ist krasser am Glas als mit der Kamera. No front. Alter! Oh, Bro, ich hasse diesen Weckton. Ich hab den auch und ich hasse ihn, Alter. Ich hasse ihn so sehr, Mann. Mach doch aus, endlich. Guten Morgen, Mama Rosaplatz. Bist du auch noch wach? Da setzt auf jeden Fall der Karnevalskick rein, Alter. Wir waren ja mit den Jungs auch feiern. Da hat sich wohl jemand die Lyrics mal ganz gut eingeprägt, Alter. Warum nicht Jause, Gisela? Was soll's? Ich bin doch von gestern besoffen. Alter, ein Schwarzfahrer in Köln ist mit 5,2 Promille in der Bahn eingeschlafen. Und ich denke an ihre Spalte. Da ist die Jause. Da ist die Jause. Es kann nicht besseres geben. Scheiße, Alter, nein. Nochmal nein, Alter, nein, du Armer. Och, Gisela, es tut mir so leid. Du bist gar nicht da. Also er steht quasi erstmal normal auf, ne? Und dann geht er in die Küche. Mhm. Wo ist mein Baby? Wo ist das? Also? Gib's her. Gib es sofort her. That's the chat. I like to see. That's the chat. Ja. Einen vergammelten Apfel. Willst du es? Da war ein Wurm drin. Alter, stell dir mal vor, Jan muss einfach irgendwo in so einer Soap mitspielen, Alter, und kriegt so Regieanweisungen. Junge, funktioniert immer. Jiko TV, dankeschön für den Sub, Bro. Kuss. Also macht er sich jetzt erstmal Frühstück wahrscheinlich. Ganz normal. Was gibt's Leckeres? Käse und Butter. Mhm, sehr gut. Nein! Hast du vielleicht noch ein Brot oder wie? Ah ja, Toast, okay. Mhm, nice. Ich mache natürliche Bewegungen. Klar, das sind genau die Bewegungen, die ich eigentlich auch jeden Morgen mache, Bro, um mich zu recken und zu strecken. Vollkommen normal, damit man wach wird. Grüße geht raus an alle Fitnesscoach da draußen. This is America. Don't get you flipping on. Luca, du, dankeschön für den Sub. Sadie, dankeschön für den Sub, Bro. Bitte sag mir nicht, er sitzt jetzt am Klo und schreit rum, Alter. Okay, doch. Nein, du nutzt Behinderte aus. Tim, ich hab's dir gesagt, hör auf damit. Geschrieben. Hallo, Whitefire, danke schön für den Euro, Bro. Verpiss dich von YouTube, weil du nutzt nur Behinderte aus, um dir eine fette Rolex zu kaufen. Tim trägt eine Tommy Hilfiger Uhr, wie oft noch, Alter? Ja, da hat er dich durchschaut. Ganz natürlich. Ich esse immer Butter. Ganz natürlich. Oh, Junge. Bro, wenn du das ins Auge bekommst, Tim ist einfach blind. Entspann dich mal bitte, Gisela. Ha! Tim, danke für deinen Sub.
Nein. Ich grüße den Papa Platte Offline-Chat. Enorias, danke für deine 2 Euro. Ich grüße an der Stelle zurück. Jakobus 90, danke für deinen Sub, Rockus. Alter. Dieser Bro. So. Jetzt Fernsehen, oder? Jetzt erstmal schön Frühstücksfernsehen reinkicken, Alter. So sehe ich dich, Jan. So sehe ich dich. Dann gucke ich jetzt mal ein bisschen Kuchen-TV. Als ob. Hä, du bist unschuldig, aber du denkst, du bist schuldig, du Arsch. Ah, Gerichtssendung, okay. Ich glaub das nicht. Ah, scheiße, okay. Hier bin ich gerade quasi am Reacten. Okay, ich bin gespannt. Jetzt zieht sich gerade das React rein, Jungs. Grüße an der Stelle. Jan, Kuss auf dein Auge. Lass dir dein Frühstück schmecken, Bro. Sushi-Muschi. Ah, ich bin nicht beleidigt worden. Ja, Gisela ist tatsächlich geisteskrank. Also, weil Tourette ist ja eine Geisteskrankheit. Das war die nicht beste Formulierung von mir an der Stelle. Mit dir koche ich nichts, du blöder Affe. Das stimmt nicht. Du hast zu mir gesagt, was wir kochen an Karneval. Und das hat Jan gesagt und nicht Gisela. Und wir werden es machen in der neuen Wohnung. So geil. Jan hat hier einfach noch diesen Stempel von dem, einem Club, den wir über Karneval das ein oder andere Mal jetzt besucht haben. Grüße geht raus. Naja, duschen oder sowas, nicht? Oh, ich habe hier 2 Zahnbürsten. Was könnte das wohl bedeuten? Dass du dir beidseitig die Zähne putzt, Bro. Es kann nichts Besseres geben. Und die Jause, die ist heute, die ist hier. Ei! Das Ding ist, ich würde mich wirklich mal, muss ich Jan eigentlich mal fragen, was mich wirklich interessieren würde, ist, wenn der Boy alleine morgens ist, wenn er wirklich niemanden dabei hat, der jetzt filmt oder so, oder der bei ihm gepennt hat oder weiß ich was, Alter. Wie ist das dann? Ich meine, er hat ja seine Triggerpoints, er hat ja diese Sakrotan-Sprays und sowas, aber macht er das dann überhaupt, wenn er komplett alleine ist? Das ist halt die Frage. Oder hat er halt einfach nur Vocal-Ticks, um quasi möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren, um seine Nachbarn halt von sich abzufacken? Weiß ich gar nicht, wie das aussieht. Würde mich einfach mal interessieren. Interessante Überlegung, Dr. Revinzeit an der Stelle. Ja, Bro. Ja, und rein in die Haare. Ist aber auch wirklich notwendig bei Themen, muss man ganz ehrlich sagen, Alter, das wird wirklich mal Zeit für einen Friseurbesuch, Bro. Und wir gehen mal schön zu meinem Friseur, ich muss auch nochmal Seiten auf Gehirnhautentzündung machen, Alter, dann können wir nochmal zusammen da durchrocken, Bro. Mal ganz ehrlich, mit der Frisur, mit der du in letzter Zeit rumläufst, Tim, das gibt keinen. Da kannst du noch so oft versuchen, Rothaarige anzusprechen an Karneval, das gibt keinen. So eine Frisur habe ich mir schon immer gewünscht. Ja, schlimmer kannst du nicht werden. Sieht actually gar nicht so schlecht aus, real talk. Also wenn du dir die Haare mal nach oben machen würdest, Bro, du hast keine riesige Landebahn da stören, Alter. Sekerem trim seine Uhr am Nacken. Na, Bro. Ja, also ich weiß nicht, ob Kalkreiniger jetzt im besten Fall in die Haare gehört, kann ich jetzt nicht so sagen. Wenn ihr der Meinung seid, ausruft euch im Prime in den Chat. Nein. Ja. Okay, das hat er nicht gemacht. Okay, nice. Traummann. Das Gute ist, ich habe ein bisschen zugenommen seit dem letzten Jahr und jetzt passt die mir wieder. Das ist das Gute. Ah ja, genau. Und raus. Und ab dafür. Wieso hat er sich das jetzt angezogen? Bomb! Gerade GoPro an, okay. Wieso hat er denn jetzt diese Lederklamotten an? Ist es gerade Karneval? Ja, sieht so aus. Da war auch gerade jemand im Karnevalskostüm. Okay, ich dachte einfach, der Bro fährt normalerweise so im Dirndl. Wahrscheinlich ist es ein Dirndl, oder? In der Lederhose durch die City und belästigt Leute. Klar, warum auch nicht? Wer ist denn da? To
be honest, Tim, ich verstehe das Konzept von dem Video noch nicht. Also, sollte das, es war jetzt eine Morgenroutine oder wie mäßig? Also, vielleicht nochmal hier an der Stelle kurz erläutern. Ha! Ah ja. Hi. Hi. Ja. Alles gut? Das war das Ding, Tim und Jan sind beide so tamnett und tamsüß, Alter. Das ist so cool, was die beiden machen, wirklich. Ich finde, mit einer der Channel, die es am ehesten verdient haben, nebst Varion und so, die halt wirklich krank eigenes Konzept haben und halt auch wirklich so viel für diese ganze Community tun, Alter. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nice, Mann. Ich glaube, das müsste aber von der Helligkeit und so alles schon passen. Ich habe mich auch extra karnevalsmäßig angezogen. Das sind die Sollen wir ein Karneval-Special machen? Ja. Bro, es ist gerade Karneval. Dann machen wir. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jens Zimmermann und das sind die Tourette-Nachrichten. So, jetzt die haben gerade Video gedreht, die Tourette-Nachrichten gedreht. Okay, okay, nice, nice, nice. Wir haben mal ein bisschen was aus dem Alltag von Jan gesehen. Gehe ich gerade mit Tims Hund Gassi. Naja. Was ja normalerweise nicht so viele Ticks eigentlich, ne? Hundefleisch. Würdest du eigentlich sagen, dass du mal mit deiner Katze weniger Ticks hast oder beim Henry? Tatsächlich beim Henry, weil bei der Katze rufe ich immer Katzenfleisch und hier rufe ich nicht so häufig Hundefleisch. Die Frage ist halt, aber macht er das wirklich halt nur, wenn wer anders dabei ist oder halt, wenn er alleine auch ist? Ich meine, Tourette zeichnet sich ja meistens dadurch aus, dass man genau das macht, was einer Person oder des Erkrankten gerade am unangenehmsten ist. Und wenn er alleine ist, dann würde er das ja wahrscheinlich gar nicht so krass merken. Oder ich weiß es nicht. Wie fandst du es so, die ganze Zeit mit der Kamera begleitet zu werden? Ich fand es ganz lustig. Also vor allem, wo ich die auf dem Fahrrad anhatte. Na, okay, dann komm, wir gehen wieder zurück. Jetzt der Blick. Richtig traurig. Bro. So, Freunde. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ja, interessantes Konzept an der Stelle. Ich hab's nicht genau verstanden, aber wir schauen es uns trotzdem zu Ende an. Und für die paar React-Klicks, hey, nehme ich mit. Hä? Wir gehen jetzt saufen. Und wie wir gesoffen haben, Leute. Wir hoffen, wir sehen uns bei einem von unseren nächsten Videos wieder. Ich hoffe nicht. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Dankeschön, Arisa, Bro. Tschüss. Kuss auf dein Auge. Und die letzten Worte hat Henry. Tim, da ist ein Hund, der kann nicht sprechen, also... Möchtest du die Zuschauer verabschieden? Okay, nein, möchte er nicht. Okay, bis später. Ja, es ist halt ein Hund, der kann nicht reden, Tim. Tja. Perfekt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr tolles Video. Bin großer Fan. Die Situation ist gar nicht gestellt. Das ist halt das Niceste an der ganzen Geschichte, ne? So, erstmal einen auf. Nö, ist alles in Ordnung. Es ist alles genau das, was ich gerade wollte.